Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3 und der verdammte König ist ein verdammtes Käfer-Viech-Gebimse. Komm schon, ein bisschen schneller, mein Freund. The Magic Wand! Ah, bring die Magic Wand zurück! Ich bringe die magische Wand zurück. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. So, meine lieben Freunde, es ist wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe und ich muss sagen, ich fühle mich heute ein bisschen besser. Im Sinne von, im letzten Parts war ich so ein bisschen meh. Die Parts waren scheiße. Und heute habe ich ganz ehrlich gesagt ein gutes Gefühl, dass das hier funktioniert. Frag mich nicht warum. Ich bin einfach, es ist ein Phänomen, dass wenn ich frei habe und ich dann aufnehme, ich niemals so produktiv und motiviert bin, als wenn ich arbeite. Ich arbeite ja momentan wieder sehr viel. Ich bin ja momentan wieder der Knechter vom Herrn. Und bin auch dumm, weil ich da reinspringe. Und ich muss sagen, ich bin so fucking motiviert. Ich sitze bei der Arbeit und denke, das musst du zu Hause unbedingt machen. Und das musst du unbedingt zu Hause machen. Und das musst du unbedingt zu Hause machen. Und dann machst du das so und so und so und so und so. Und wenn ich hier zu Hause denke, denke ich, jetzt die Hand aus der Hose. Och nee, keine Lust. Fuck! Scheiße! Och nee, muss ich nochmal machen. Toll. Auf jeden Fall denke ich mir dann, jetzt Hand aus der Hose nehmen, habe ich gar keinen Bock drauf. So eine Scheiße. Ja, und dann sitze ich wieder rum und gammel rum und tue einfach nichts. Und das ist dann mein Tag. Und dann streame ich ab und denke, ja, das wird gestreamt. Du warst produktiv. Nicht. Nicht. Nein. Nein, nein, das geht gar nicht. Aber es ist typisch. Es ist aber auch immer so, ich habe die ganze Nacht Zeit und nachts dann werde ich fleißig. Wie sagt ein schönes Sprichwort? Abends werden die Faulen fleißig. Und dazu gehöre ich eindeutig. Das Schiff könnte bei euch hierher fliegen. Schiff, komm mal dichter zu mir. Ich habe gerade gewunken. Nur als Random Fact. Ich habe gerade gewunken. Nur damit ihr Bescheid wisst. Oh, heute bei der Arbeit, ne? Ich hätte die Menschen so umbringen können. So eine Arschgeigen. Ganz ehrlich. Also wirklich ganz, ganz ehrlich. So eine richtigen Arschlöcher waren da. Tja, ich habe das aber schon mal besser gesehen. Ich sag, ja, dann machen sie es doch. Oder, ist aber sehr wenig Nutella. Hab schon das halbe Glas Nutella drauf. Weißt du, ich bin schon einer von den großzügigsten Menschen mit Nutella, die es gibt. Ist aber sehr wenig. Also, das hab ich schon mal mehr bekommen. Ich sag, möchten Sie gleich das ganze Glas haben für 2,50 Euro? Wo Sie 50 Cent eigentlich nur für diese fucking Nutella bezahlen und 2 Euro für den Creme. Da kann ich ihr gleich das Glas raufhauen. Nächstes Mal, wenn diese Frau kommt, wickel ich ihr einfach das Glas in den Teich ein. Dann kannst du das ganze Glas essen. Ich hoffe, es schmeckt dann. Dummes Stück. So einen richtigen Arschgeigen heute. Und auch, ich sage jetzt einfach mal eine Kollegin, aber die arbeitet, dumm. Die arbeitet gar nicht bei mir im Laden, mit der habe ich gar nichts zu tun. Die arbeitet gegenüber im Blumenladen. Und die hatte jetzt halt kein Wechselgeld, weil die hatte gerade 2,50er bekommen und dann hatte sie halt kein Kleingeld mehr. Und die kommt vom Kunde an und sagt, ja, bla 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 bla, Blumen, kaufen, jetzt. Er gibt einen 50-Euro-Schein hin und sie sagt, ja, ich kann jetzt gerade nicht wechseln, das tut mir leid. Ich bin gerade out auf Wechselgeld. Ja, und was soll ich jetzt tun? Ja, ich kann ihm ein bisschen Kleingeld geben. Also statt dem 10er und 20er halt alles viel fick dich ins Knie. Das hat sie nicht gesagt. Aber viel Kleingeld, also viel Silbergeld, ne? Also, ja, was soll ich denn mit dem ganzen Silbergeld machen? Ja, hat sie gesagt, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann ihm nur das geben. Oder sie gehen halt drüben eben ganz gut zum Kreppwagen rüber und wechseln da einmal eben schnell. Ich kann das hier nicht weggehen. Ja. Muss ich jetzt ihren... Ach, fick dich doch. Ja, muss ich jetzt hier ihren Job machen, oder was? Ey, was ist denn heute los mit den Menschen? Was ist denn los? Ich meine, es ist heute sehr windig draußen. Das kann ich sehr verstehen, dass die Leute da schlecht drauf sind. Beziehungsweise ich wäre richtig gut drauf, weil dann hätte ich kein schlechtes Gewissen, nicht rauszugehen, sondern vor dem Computer zu sitzen. Also, wenn schönes Wetter ist, habe ich manchmal schlechtes Gewissen. Oh, jetzt sitzt du drinnen und es ist so schönes Wetter. Und wenn schlechtes Wetter draußen ist, denkst du, nee, ich kann heute drinnen sitzen ohne schlechtes Gewissen. Aber normale Menschen, die sind ja dann so, oh, schlechtes Wetter, ich krieg jetzt meine Tage als Mann. Boah. Ey, ne? Manchmal habe ich schon überlegt, nimmst du einfach das Kreppmesser und pfefferst ihn voll eine Backpfeife. Aber so richtig. So richtig, bam! Dass er liegt. Dass er dann richtig liegt. Nicht wieder aufsteht. Das wäre schön.
irgendwann haue ich mal einen Kunde einen in die Fresse, ne? Und dann sage ich euch, fühle ich mich so befreit danach, ne? Ey, als hätte ich 3 Monate nicht geschissen und gehe dann aufs Klo. So werde ich mich dann fühlen. Genau so. Für alle Menschen, die 3 Monate nicht mehr geschissen haben, kennen dieses Gefühl. Ich hoffe, das sind nicht so viele, sonst ist es echt ungesund. Geht mal zum Arzt. Das ist echt nicht schön. Geht zum Arzt. Ja, gibt's was? Ich war ja, wie gesagt, heute arbeiten, hab dann versucht, einen Stream zu gucken. Vom lieben Gewollo-Wizarden. Der hat ja heute seinen ersten Final Fantasy Freitag abgehalten. Und ja, leider funktioniert die Hitbox-App nicht so gut. Im Sinne von, ich konnte im Chat nichts schreiben und hab alles 5-fach gesehen im Chat. Ja, aber Ricky, wenn du einen Stream gucken willst, brauchst du doch nicht den Chat. Wenn ich einen Stream gucke, ich kann auch beim Stream gucken nicht essen. Kann ich nicht. Das geht nicht. Ich kann beim Stream gucken nicht essen. Ich muss mit den Leuten schreiben. Das ist einfach so. Ich bin einfach... Ich bin Chatter. Ich bin ein richtiger Chatter, bin ich hier, ne? Ich bin einfach immer so... Bin in meinem Chat aktiv und... Gehe auch meistens den Streamern auf den Sack. Oh, das hatte ich früher gut drauf, ne? Meine Fresse. War ich früher überall gebannt. Bei Herdy K bin ich, glaube ich, immer noch gebannt. Boah, ging ich den Typen auf den Geist. DK, DK, DK! Hey, sag meinen Namen! Sag meinen Namen! Sag meinen Namen! Ich bin der Crazy Let's Player! Sag meinen Namen! Los! Ungefähr so hat sich das angehört, wenn ich im Chat war. Oh mein Gott, war ich ein kleines Kind. Ich bin ja immer noch ein kleines Kind. Ne? Wisst ihr ja. Bin immer noch ein junger Bursche und... Sehr gut gemacht. Wunderbar, Ricky. Wo? Wunderbar. Also es war echt furchtbar damals. Oder auch bei Emero ist es genau das gleiche gewesen. Da war ich ja... Ich habe ja Emero damals was geschickt, eine Kleinigkeit. Und habe ihn auch etwas mal... War sogar Subscriber bei ihm. Und ich hatte nachher auch den... Ne, so, da haben wir ein bisschen geschrieben und so weiter. Und irgendwann kamen halt so Sätze wie... Ja, gehen wir nicht auf den Piss. Beziehungsweise, ich glaube, ich ging den Mods sehr stark auf den Sack. Aber die konnten mich halt nicht bannen, weil ich halt Subscriber war. Wie war das bei... Mit Lord Abaddon war ich ja früher auch befreundet. Oh mein Gott, Lord Abaddon. Ich weiß, das wird jetzt kommen von euch. Aber, ne? Damals wussten wir das halt alles noch nicht. Und er wohnt in Hamburg. Und er war cool. Und ja, ich habe dann halt damals so mit ihnen Kontakt gehabt. Habe auch, bin auch damals bei diesen imperialen Herrschern beigetreten. Und auch da dann so, ey Ricky, du bist ja nett und so, ne? Aber würdest du bitte ein bisschen weniger nerven? Das wäre echt super. Also ich war schon so ein kleines Kitty, so ein richtiges Fanboy-Kind war ich. So, oh mein Gott, sag meinen Namen. Sag ihn lauter, du Stück. Ungefähr so hat sich das angehört, wenn ich von jemandem ins Stream geguckt habe. Ich glaube, das war bei Wollo genauso am Anfang. Ich glaube auch. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war bei Wollo genauso am Anfang. Also ich war ja früher ein Wollo-Fan. Ja, ich weiß, ich war dumm und jung und unerfahren. Auch ich war mal dumm, ne? Ich war ein Wollo-Fan. Und da muss ich mir halt so... Ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum? Und denke mir auch, ob ich irgendwo manchmal auf den Sack ging? Also, es kam mir zumindest so vor, als ob ich echt nah an der Grenze war zu... Alter, fick dich. Heute habe ich die Grenze schon 10.000 Mal überschritten. Aber heute darf ich das auch. Damals war das eher so... lieber nicht. Zumindest hatte ich das Gefühl. Komm schon, Pilz? Ja. Übrigens werde ich besser in diesem Spiel, habe ich zumindest das Gefühl. Habe ich das Gefühl. Ja, sonst auch heute etwas Spannendes auf der Arbeit passiert. Ich habe so ein bisschen Radio nebenbei gehört. Habe halt gehört, dass zig Bäume umgefallen sind bei dem Wetter. Also, dass die Feuerwehr wohl im Großeinsatz war. Das ist jetzt hier, heute ist der 9.1. am Aufnahmetag. Und da war es halt sehr stürmisch draußen. Ich hatte schon kurz Angst, dass wenn ich nach Hause komme, der Wohnwagen auf dem Kopf steht. Hatte ich zwar noch nie, würde ich auch nicht wollen. Wäre zwar verdammt witzig. Aber wäre auch nicht schön. Aber es wäre verdammt witzig. Mein Gott, wäre das witzig. Ein bisschen witzig wäre das schon.
Stell dir mal vor, ihr kommt nach Hause und euer gesamtes Haus steht auf dem Kopf. Im Sinne von, nicht nur, dass eure Einrichtung, das komplette ganze Haus steht einfach auf dem Dach. Das wäre schon ein bisschen witzig, oder? Nicht lange? Oder vielleicht zuerst nicht und dann wäre es ziemlich witzig? Aber es wäre witzig. In gewisser Weise. Das haben wir ja mal gemacht als Streich. Das kann ich ja mal. Ich kann ja mal so ein bisschen Streich erzählen. Wir haben früher. Boah. Wir haben mal von jemandem das Schloss von seiner Verlosung zugeklebt. Also, der hat unten. Ne? Ihr kennt bestimmt so Losbuden. Die haben immer vorne so große Planen. Falls viele nicht wissen, ich bin ja ne, Schausteller. Ich mache viel auf Kirmes. Kann man ja mal so nebenbei erwähnt haben. Und da haben wir halt von jemandem. Unten an der Plane ist halt so ein Schloss befestigt. Und da haben wir halt mit einer Heißklebepistole das Schloss zugeklebt, sodass das nicht mehr aufkriegen konnte, sodass es mit einem Bolzenschneider aufbrechen musste. Das konnte mir ja nicht passieren, ich hatte kein Schloss dran. Ich hatte einfach vorne vor so Bauzäune hingestellt. Das heißt, ich musste jeden Abend Bauzäune hin und her schleppen. Ach, damals. Da war ich noch jung. Und schlank. Und durchtrainiert. Alter, war ich durchtrainiert und schlank. Und jetzt? Und jetzt? Ich bin zu faul, um mich an den Eiern zu kratzen. Das geht hier gar nicht mehr. Nee, furchtbar. Furchtbar. Auf jeden Fall haben wir, oder wir sind mal nachts in Aufbautagen, sind wir in eine Geisterbahn reingegangen. Und ich gehe so hoch, auf einmal, Robs, breche ich volle Pulle durch den Fußboden durch. Und anstatt mein damaliger bester Freund mir hilft, sehe ich ihn auf dem Fußboden liegen und sich krümmen vor Lachen. Also wirklich krümmen. Das war, ich hätte es wahrscheinlich das gleiche getan. Das ist auch so. Ein Freund hilft dir, dein bester Freund lacht dich erstmal aus. Zumindest finde ich das so. Boah, haben wir Scheiße gebaut damals. Alter. Was war das Schlimmste, was wir je gemacht haben? Lass mich mal überlegen. Oh, was haben wir denn mal gemacht? Wir haben mal... Oh, jetzt lass mich überlegen. Wir haben mal... Wir haben mal von jemandem den Wurmwagen unter Wasser gesetzt. Das heißt, wir haben oben die Luke aufgemacht, haben seinen Wasserschlauch abgeklemmt und haben dann den Wasserschlauch in dem Wurmwagen gehalten. Sodass der halt volle Pulle nass wurde. Von innen. Oh, die Technik war kaputt, alles war im Arsch. Nachhinein tut's mir leid, aber ich war jung. Im Sinne von vor 4 Jahren. Ey, das war echt so. Oder, was hab. Genau! Ich hatte so. Oh, das tut mir so leid. Im Nachhinein. Ich hatte geklopft bei jemandem, der Typ macht die Tür auf. Und ich hatte Pfefferspray in der Hand und spritz ihn voll das Pfefferspray ins Gesicht. Boah, hat der geschrien. Oh, das war witzig. Oh, war das witzig. Meine Fresse, war das witzig. Ja, doch. Nachhinein betrachtet. Für mich war es ziemlich witzig. Oh, das war super. Das war super. Oder wir haben mal... Kennt jemand diese Mario Kart-Spiele? Mit dem... Also Mario Party, wo du hinten die Ballons zerplatzen lassen musst? Am Auto? Das haben wir mal mit Go-Karts gemacht. Da stand eine Go-Kart-Bahn. Und dann sind wir halt noch nachts... Durften wir halt von dem Sohn, der Besitzer, hat gesagt, hey, komm mal abends noch ein bisschen Go-Kart fahren. Ja, können wir machen. Haben Ballons halt mitgenommen. 2 Mann, ein Go-Kart, einer mit einer Nadel und der eine ist gefahren. Und hinten waren 2 Ballons dran. Und du durftest halt auch immer nur einen Ballon kaputt machen, ne? Und dann haben wir halt immer diese Ballons mit den Nadeln kaputt gemacht. Das haben wir auch mal bei einem Autoscooter gemacht. Also musstest halt wie bei Mario Kart hinten die Ballons kaputt machen. Wer halt keine Ballons mehr hatte, hatte verloren. Oh, war das witzig. Das haben wir auch mal gemacht mit einem Autoscooter. Also Autoscooter, ne? Diese, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt Autoscooter hoffentlich. Wenn nicht, dann... Wo lebt ihr? Wo lebt ihr? Afghanistan? Timbuktu? Hogwarts? Also wirklich, also... Das solltet ihr auf jeden Fall kennen. Und, ah, oh, das war auch witzig. Oh, das war so witzig, ne? Im Nachhinein, bin ich ganz ehrlich, vermisse ich das alles schon so ein bisschen.
Es ist ja momentan, mein Leben ist ja momentan ganz anders als damals. Ich hänge viel mehr vom Computer und so weiter. Und damals, es war schon ganz schön. Ein bisschen vermisse ich das auch. Ich glaube auch, dass ich mich vielleicht nicht so ganz ausgelebt habe. Aber ich würde es nicht gegen heute tauschen wollen. Glaube ich zumindest. Nee, heute ist schon ganz gut. Damals war aber auch witzig. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie lange der Part ist. Ich denke einfach mal, das ist lang genug. Ach komm, das Level machen wir noch eben schnell. Das rotze ich eben noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Level machen wir beim nächsten Mal. Das erste Level müssen wir auch noch wiederholen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, das war eine Bewertung. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Super Mario Bros. 3. Haut rein. Bis dahin. Und tschö, tschö.